Ja, komm gerade von unten, ich war im Horstheim Tante Elvira-Laden und dann war ich ja im Horstheim Friseurgeschäft. Das gehört beides dem. Also praktisch, der ist jeweils der Besitzer von dem Tante Elvira-Laden als auch von dem Friseurgeschäft. Mensch, du bringst mich ganz durcheinander da. Also bitte keine Zwischenfragen am lebendigen Objekt. Das macht mich ganz geschirrt. Da bin ich fertig wie ein Sack Reis in der Kurve, muss ich mal sagen, gell? Auf jeden Fall bin ich da runtergefahren. Zunächst Priorität gesetzt. Nahrungsmittel gehen zur Neige. Da habe ich keinen Manager gebraucht, nicht gewusst, ich muss runterfahren. Tante Elvira laden, was einkaufen. Nachschub muss her. Runtergefahren. Mein Sinnen trachtete nach einem Kasten Iltisbräu. B1-Chef, ja du. Verkaufst du Iltisbräu zufälligerweise? Sagt er, ja, schon seit einer Weile. Dann sage ich, ja, das ist an mir vorbeigegangen. Dann hat er gesagt, ja, aber nur wöchentlich, weil du kommst jede Woche hierher. Dann sage ich, okay, aber wie wär's mal mit einem Sonderangebot? Dann sagt er, bei mir gibt es kein Sonderangebot. Dann sage ich, wenn ich zwei Kästen kaufe, ja, ist der gleiche Preis. Dann sage ich, was ist jetzt das? Was kostet ein Kasten Bier? Dann hat er gesagt, mit Pfand 15 Euro. Und ich sage, kann ja ohne Pfand kaufen, ich bringe das ja zurück. Dann habe ich gesagt, ja, ist schon möglich. Ich sage, was kostet ein Kasten Bier, Pfand? Dann habe ich gesagt, ja, muss jetzt auch sein, aber er schätzt so 3 Euro. Ja, und zwei Kästen? Ja, das Doppelte. Also zweimal drei. Eigentlich 6 Euro. Und wenn das schon rechnen braucht, unglaublich. Ich werde gleich drauf kommen. Dann ich gesagt, also. Wenn man das Pfand abzieht, dann ist man ja bei einem Kasten bei 10 Euro. Und dann hat er gesagt, ja, gut, und zweimal 10, da hätte ich sagen unter Freunden, ich kaufe es für 19 Euro. Und dann hat er gesagt, oh ja, das geht. Und dann habe ich gesagt, meine Worte, gell? Und wie meine Beutestücke hinaustragen wollte, schlappt er mir hinterher und ich dachte, oh, jetzt bin ich fällig, jetzt hat er mich dran gekriegt. Und dann aus dem, deine Frisur sieht scheiße aus. Dann habe ich mich umgedreht und habe gefragt, zunächst mal habe ich ihm attestiert, dass das eine Beleidigung meines Haarschnitts ist. Und er hat gesagt, warum nimmt er sich mir gegenüber solche Frechheiten raus? Und er hat gesagt, du bist der einzige Mann, der so einen grausligen Haarschnitt hat. Und ich sage, ja, was denn wie? Und er hat gesagt, gehst du bei mir ins Friseurgeschäft? Nein, da kriegst du den neuen Kretschmann Delight XXL Haarschnitt. Ja, was ist das? Und er hat gesagt, das ist ein modischer Haarschnitt. Alles klasse, alles prima, alles einwandfrei, super klasse. Okay, an mich überreden lassen. Ja, gesagt, ich gehe nur da rein, wenn ich nochmal ein Sonderangebot bei dir in Sachen Bier habe, das mir zur Verfügung gestellt wurde. Da habe ich gesagt, ja, er lässt sich dazu durchringen. Ich sage, brauchst du mir jetzt schlagen, ich kaufe es auch so. Aber reduziert, gell? Bin ich also in das Friseurgeschäft? Nein. Wenn es mir anguckt, hinter dem Kopf zusammengeschlagen, wenn sich gesagt, okay, wir wissen, was zu tun ist. Schnipp, schnapp, schnupp, war ich fertig, so und so komme ich jetzt raus. Wenn sich gesagt, oben, ja, der Steilwandhaarschnitt muss sein. Und an der Seite haben sie mir extra die graue Haare grau eingefärbt, damit es auch autark aussieht. Also praktisch links authentisch und rechts autark praktisch zusammen, ja. Ihr gleich umgeschlappt und nochmal ein Kasten Bier als Sonnengeinbot kauft. Also unterm Strich war es dann doch ein Erfolg. Und ich bin jetzt auch im Flow dabei. Bin kein Außenseiter mehr. Kein Outsider. Weil mit dieser Frisur, das ist halt einfach trendy. Das sind da eine Helle.